So, rachsüchtiger Fürst, von einem Fürsten getragen, der für seine Brutalität berüchtigt war. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht lachen. Es geht nicht. Ja, sieht aus wie eine Katze oder ich weiß nicht, wie so ein... Ja, huch. Schließe Geschichte von Tsushima ab und setze Jins Reise fort, um weitere Geschenke zu verdienen. Ja, na klar. Also, was? Ingo Lenz-Sensei. Huch, warte mal, da liegt noch was. Leinen. Okay, jetzt können wir die Waffe verbessern, ne? Sakai-sama, gobuji de. Ja, ich bin... hier bin ich, ja. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich hoffe, es geht jetzt. Jetzt geht's, let's go. Okay, lass mich raten, das nächste Mal... Die Gegner unterschätzen dich aber jetzt bestimmt. Oh, das kann natürlich sein. Vielleicht amüsieren die sich ein bisschen, bevor die sterben. Wäre auch schön, nicht der schlechteste Tod. Der war aber auch für schlechten Modegeschmack berühmt. Och, schön. So, warte. Ich würde vielleicht... Ach, okay. Wir müssen nochmal mit der sprechen. Die wartet hinter dem Tempel auf uns, ne? Gehen wir nochmal schnell zu ihr. Ey, die neue Rüstung haben wir jetzt an. Die haben wir schon angeschaut. Ja, wir sind hier, ja. So... War hier noch was? Nee. Wirst du mit allen Freundschaft schließen und deine Ehre wiederherstellen? Was? Du meinst mit den Mongolen Freundschaft schließen? So. よい具合です。それは私の長男、シゲサトのもの。かたじけない。そうと話しました。なんと言っておった。喜んで寺でかくまうと。 Ja, jetzt lass mich doch auch mal ganz kurz ein bisschen. So, wie rennt sie denn? そう、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに 神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそう安々とは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。知らん。草原め急いでおる。まるで末戻る狼よ。 Was für ein Bastard. Okay. Hä? Ja, wie? Ich verliere mein Ziel aus den Augen. Ich weiß noch, wo der ist. Man darf uns nicht sehen. Flump, 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 flump. So, einmal hier rüber. Kakurete. Mirareta ka? Iie. Ich sehe ihn gerade nicht. Ikuzo. Da. Ich muss ihn mitnehmen. Meine heilige Pflicht. Da ist nichts. Nur Rehe. Reha. So.
Hey, lass mir meinen Dwemer-Schrott bitte, ja? Ihr habt mir alles bei Minecraft genommen. Mein Dwemer-Schrott, da muss ich drauf bestehen. Es muss irgendwann genug sein. Hä? Wie kann er mich denn... Wie kann... Ach, der war da oben. Oh. Ach so. Entschuldigung. Buschgeräusche. Busch, 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 Buschgeräusch, Buschgeräusch, Busch, Buschgeräusch, Busch, Busch. So, er hat's nicht gemerkt. Richtiger Stealther. Wo ist denn der jetzt? Da oben. Ja, gehen wir näher ran, klar. Weil das geht auch top secret hier alles. Kann man sich hier denn irgendwo verstecken? Nee, ne? Achso, da vorne näher ran. Ja, klar. Hier fällt man ja nur gar nicht auf. Gerade mit diesem blitzenden Halbmond. Ich schieße in den Sarke, alles explodiert, alle verbrennen. Patronencode, du hast offenbar noch gar nichts gesehen vom Spiel, du bist gerade erst reingekommen. Sag mal, kommen gerade Leute rein? Was ist da los? Ja, völlig lost, einfach völlig lost. Links der Busch. Ach so. Ja, dann geh ich mal links in den Busch. Jetzt fang an zu reden, was? Ich guck grad Chat. Ich sehe ja viel weniger. Wow, richtig sneaky. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, ich wollte gerade die Wasser... Das ist richtig. Die wollte ich gerade... Ich habe die gerade aktiviert. Warum sagt er mir das jetzt? Wir haben die schon tausendmal benutzt. Hä, warum kriege ich denn jetzt die Tipps dafür? Okay, den krieg ich grad nicht weg. Na toll. Alter, jetzt ist er schon wieder da. Alter, Ziegenpeter. Ich kann gar nicht so oft wechseln, wie die mich verschieden angreifen. So. Junge. Jetzt aber. So, na endlich. So, warte, ich geh nochmal zu ihr rüber und ich helfe ihr mal. Und helfen heißt, ich greife die von hinten an. Achso, ja, oder ihn. Mir ist das egal. Macht der Stabhochsprung? So, jetzt nochmal. Okay. Ja, lass mich... Omi, ich komme gleich hinterher, ne? Ich will nur mal ganz kurz gucken hier. Ich bin sofort da. So.
Okay, und Sverpo nochmal vielen Dank. Was macht der Sverpo gerade? Der Sverpo macht sich arm, um euch Subs zu schenken. Ich sage es nur. Huch! Hindurchkriechen. Ach so, da geht's nach unten, ne? In den Unterboden. Sonst ist hier nix. Sverpo, danke dir. Hier, ich komme durchs Fenster. Geht bestimmt nicht, ne? Nein, geht nicht. Schade. Gut. Komm mal Leiter hoch. Soge, mo nigirarenu zo. Nase Adachi-ke o osotta? Washi wa tada no tsukai hashiri. Aruji wa? Sore o shitte nan no yaku ni tatsu? Onore ni toareru suji ai wa nai wa. Masako-dono. Watashi wa kazoku o umeta no da. Hitori. Hitori wo na. Ikunichi mo kakete. Onore nado yaken domo no esa ni shite kureru wa. Koroshite wa ikenai. Aruji wo hakase neba. この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！いやあ！やめよ！Hey, Pan. どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。Ich verstehe es. Ich verstehe ihre leichte Überreaktion. Und er halt, ne, der Mönch voll der, Entschuldigung, voll der Huso, voll der Hustensohn. 飯が尽きている。長くいたのだな。Pan schlitzt. So, was haben wir hier? Kae no Bugu. Engun ga kuru hazu datta no ka. Namae to Kamun da. Liste mit Verschwörern. Sogen, jetzt ja nicht mehr. Sadao, Mai, Kajiwara, Omura. Masako dono ni kiku ka. So, und da unten geht's weiter. Ja, ich spring mal nicht aus dem Fenster, ne? Wir sind nicht so gut beim Landen. Aktuell. Was ich jetzt immer mache, ist, ich sammle hier alles. Ich sammle alles auf an Vorräten, was wir kriegen können. Damit wir uns verbessern können. Nein. Runter, Mignon. So.何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨て置けません。私がな。お一人は無謀です。もしおじ上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしません。 お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には、私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。ああ、wieder liegen hinten。guck mal。 Die Geschichte von Fürstin Masako. Haben wir rekrutiert. Jetzt sind es nur noch, ich glaube, 9 Teile hat die Geschichte, glaube ich, ne? Ein Technikpunkt verdient. Ah, Träumchen. So, da würde ich mal ganz kurz eben ein paar Punkte investieren. Ja, mythische Geschichten. Ja, ja. Techniken, so. Standhafte Schwertparade, was haben wir denn hier? Wehre während dem Blocken Geschosse ab. Ja, weiß ich noch nicht. Ausweichen, rolle ich über den Boden, was kommt da? Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Oh. Aha. Für Seitschritt und Angriff. Okay, das finde ich ganz gut eigentlich. Sprint auf deinen Gegner zu, attackiere ihn mit einem schnellen Schlag. Das finde ich auch gut. Zeig mal her im Video. Der Typ sieht auch ein bisschen, sieht schon ein bisschen used aus, gegen den er kämpft, oder?
Bin mir nicht ganz so sicher. Okay. Mythisch, meistere legendäre Kampfkünste. Ein schneller, unblockbarer Angriff, der taumelnden Gegnern Zusatzschaden. Okay. Entweder 3 unblockbare. Sehr viele Tastenkombos. Also wenn ich mir die Tastenkombos gerade mal angucke, sehr viele Tastenkombos. Und wir brauchen unbedingt den Wind der Gesundheit. Wir haben die Technik erlernt. Wir müssen mal gucken, wie wir den lernen, wie wir den hinkriegen. Okay, Pfeile ablenken. Ich guck mal schnell hier bei Kampfhaltung. Was haben wir da noch? Oder was war denn hier? Geist. Die Geisterwaffen sollten wir eigentlich auch mal benutzen. Vor allen Dingen die hier. Oh, doppelten Schaden. Ich mache auf jeden Fall Geisterwaffen hier. Da kommen wir noch nicht hin. Da brauchen wir 2 Technikpunkte für. Und hier wirft ein Böller, um mehrere Gegner in einen Ort zu locken. Oh, verstehe. Oh, das ist eine gute Idee. Let's go. Das machen wir. So. 2x Böller. Okay, und die Frage ist, was machen wir als nächstes? Haben wir hier vielleicht noch ein paar Vorräte, die wir plündern können, eventuell? Den Wagen in Luft springen. Ah ja, Leder ein bisschen. Guck mal. Nehmen wir alles mit. Wir müssen alles mitnehmen. Alles. Kennst du noch MDK? War das nicht dieser Shooter, wo man auch mit Tastatur gelaufen ist und mit Maus schießen konnte? Und das war super innovativ damals. Und es war ehrlich gesagt voll geil. Ich hab's leider nie durchgespielt, aber ich fand's voll geil. Ich hatte leider selber keinen Amiga. Ich hab's beim Kumpel gespielt mal. Okay. Die Falltür nach unten. Gab's hier eine? Bei dem anderen Haus war eine Falltür, die führt aber meistens nur in den Unterboden. Ich kann's ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt's einen Keller, aber ich glaube, das war eher ein Unterboden. So. Oh ja, Vorräte. Ich nehme alle Vorräte mit, die es gibt auf der Welt. Da können wir durchkriechen, das will ich nicht. Das führt zu nichts. Hier ist auch nichts. Oh, okay. Leinen. Schön Leinen. Endlich kann ich Leinen einsammeln. Schön Linenwrap. Und keiner kann mir was. Okay, warte mal. Ich öffne mal. Ich gehe mal hier durch. So, warte. Hier war die Bodenluke, ne? Ich glaube aber nur, wir kommen nur in den Unterboden. Das ist für Überraschungsangriffe hier, guck. Leider kein Keller. So. Ebenholz nehmen wir auch noch mit. Halt, da lag noch was. Vorräte, sehr gut. Nur unter den Donnerbalken. Boah, Donnerbalken muss halt so widerlich sein, ne? Also damals, als man echt noch so einfach in so ein Erdloch geschissen hat. Das muss, da können wir alle von Glück reden eigentlich. So. Oh, jetzt geht's hier wieder weiter. Was ist da los? Goldener Tempel. Achso, Geschenkaltar. Keine Geschenke verfügbar. Ah, Schnellreise. Und hier nochmal das Oberhaupt. Da geht's aber auch weiter. Ich würde vorher aber noch hier im Pipi-Kaka-See, würde ich mal gucken. Da gibt's nochmal irgendeinen Ort. Ja, Sverpo, ich bedanke mich. Und auch fürs Zuschauen, ne? Vielen, vielen Dank. Sie, netter Mensch, Sie. Vielen Dank. Ja, heute Abend streamen wir auch. Ich mache jetzt auch nicht mehr ganz so lange, ne? Guck mal auf die Uhr. Ich wollte heute nicht so lange machen. Ich würde also um 2 beenden und das sehr zügig. Aber diese eine Insel, wo ist die denn jetzt nochmal? Da drüben. Wieso hocken denn da Leute? So, let's go. Was ist da vorne los? Überall sind die Straßen blockiert. Das muss doch nicht sein. Oh, ein goldener Vogel. Let's go. Wo ist er hin? Goldener Vogel im gelben Wald. Ich glaube, es hackt. Ich sehe dich doch nicht. Ja, hier. Und jetzt? Übers Wasser? Ernsthaft? Übers Wasser. Was? Was ist denn mit diesen Vögeln? Da drüben. Ah, da wollten wir eh hin. Das ist genau die Insel. Der Vogel führt uns zu genau der Insel. Das ist so lieb von dem Vogel. Wow.
Okay. Oh ja, ein High... Oh, schön. Es wird bestimmt High Quality. Okay. Ich hör schon auf. So. Ich hab den Schnauzer vergessen. Oh, Alter, wie gut das aussieht, ne? Alter, ist das schön. Über Zuflucht sinnieren. Ein goldener Tempel. Wasser und Geist ruhig. Spiegelbild der... Oh. Alter, ist es halt so gut. Ich mach mal Wasser und Geist ruhig. Gefällt mir gut. Tief im Schatten der Natur. Oh ja. Wachstum, das alles beschirmt. Dunkelheit weicht hellem Licht. Ich mach mal hier das Wasser, ne? Das ist so tief im Schatten der Natur. Standhaft stehen wir. Unbeugsam wie je. Erheben wir uns. Wir erheben uns. Nodo narite. Unabara fukaku kukuri tareba. Ten o tsukazu ya morotomo ni shite. Oh ja. Stirnband der Zuflucht. Okay, das sieht komisch aus. Wasser und Geist ruhig. Tief im Schatten der Natur erheben wir uns. Ah, gefällt mir. Die Haikus gefallen mir auch sehr gut, muss ich zugeben. So. Das Stirnband würde ich, glaube ich, eher nicht anziehen, oder? Zeig mal her. Obwohl. Ah, geht eigentlich auch. Diese Maske, ne? Diese Maske, ich kann einfach nicht. Diese Maske. Das ändert nichts, wenn ich den Helm wegmache, ne? Der hat jetzt nicht irgendwie Rüstung drauf oder so. Ich mache mal einfach das güldene Zufluchtsstirnband. Und ich mache eine andere Maske, das geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich mache die hier. Die eigentlich noch am besten, ohne Maske noch am besten, aber ich mache mal so. Ah. Und ich glaube, das ist auch eine gute Stelle... Freitag ab 18 Uhr ist der nächste Stream und dann spielen wir noch eine Runde weiter. Oh ja, oh ja. Doch. Ich muss es wirklich lernen. Lieber öfter streamen, dafür kürzer. Anders geht's nicht. Kannst du das hier einfach anlassen? Evelyn, ich lass diese Szene einfach an. Ich frage mich, ob die Sonne irgendwann wechselt. Ich muss es wirklich lernen. Nein, musst du nicht. Doch, ich muss das lernen. Also ich muss es auch um meiner eigenen Willen lernen, dass ich mal irgendwann vielleicht vor 16 Uhr aufstehe wieder. Weil es ist momentan für mich echt schwierig, mit Leuten zu reden, die nur bis 18 Uhr arbeiten. Das ist aktuell so ein bisschen, ja, deswegen muss ich das wirklich reinkriegen. Lieber öfter streamen und dafür nicht ganz so lang wie sonst immer. Ich finde das okay, ne? Ich finde das gut. So. Streamt doch lange und öfter. Ja, klar. Huch, was passiert denn jetzt? Oh, jetzt wird alles richtig Gold. Ach, schön. Lieber öfter und länger. Ich kann auch 24/7, 365 Tage im Jahr, ne? Dann sitzt hier irgendwann so ein Skelett mit einem Gamepad in der Hand, aber wir haben diese Szene hier immer noch. Finde ich gut. Ach ja, komm, ich mach mal. Ist eine gute Idee, mach ich gerade mal. Das ist der perfekte Moment. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen hier stehen bleiben. Das ist so eine schöne Location einfach. Ich... Warte. Ah, ein Träumchen.
Die Sonne kann sich im Wasser spiegeln, weil die scheint durch die Erde. Die ist ja nur eine Scheibe. Und da, wo Wasser ist, da kann man natürlich durch die Erde durchgucken, weil Wasser ist ja durchsichtig. Sei doch nicht so doof, ist doch klar. Das erklärt sich doch von selbst. Ich würde am liebsten noch ein bisschen hier stehen bleiben, wenn ich ehrlich bin. Der Bach entspringt dem Geist, von dem wir alle zehren. So, okay. Wo sind wir? Ja, gute Frage. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir sind. Ich muss da mal selber schauen. Ich guck mal eben ganz kurz, wo wir... Achso, das war das. Ja, erstmal wieder reinkommen. Wir waren hier, Ariake Haiku, Haiku. Und wir haben noch einige Sachen offen. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, wenn wir es... Die Frage ist, wollen wir es möglichst komplett spielen? Die Frage ist natürlich, wie lange zieht sich das, wie lange machen wir da? Aber ich meine, letzten Endes haben wir das natürlich auch bei Death Stranding bisher ganz gut hingekriegt. Auch wenn wir es noch nicht durch haben. deswegen, was ist mit der Cam? Entschuldigung, jetzt kann man auch alles lesen, guck. Jetzt kann man auch alles lesen. So, deswegen würde ich gerne eigentlich alles besuchen, überall hingehen. Ich möchte gerne alle Teile sammeln und ich würde gerne die Waffen und so weiter. So, okay, das war hocken, yo. Steuerung immer noch ein bisschen ungewöhnlich und wir müssen mit dem Wind reisen, ne? Wir reisen mit dem Wind, okay. So, mit Dreieck aufsteigen. Let's go. So. Wir reisen mit dem Wind. Und mit coolen Kamerafahrten natürlich. Also nicht Fahrten, aber hier schön. Ah, schon gut. Oh, ich liebe diese Optik hier einfach so sehr, ne? Das ist so gut. Was mit Pinkeln? Werde ich gleich vergessen, wenn ich spiele. Keine Sorge. So, um möglichst komplett zu spielen, glaube ich. Oh, hallo Bär. Nee, nee, nee. Der Bär hat uns gesehen, aber die greifen ja nicht an. Wenn wir nicht angreifen, glaube ich. So. Habe ich da Leute gehört? Ich glaube, da waren gerade Leute, ne? Oh, wir sind ja schon ein bisschen dran vorbei. Da müssen wir hin. Lager der Überlebenden. Ah, okay, die sind freundlich gesonnen. Okay, warte. Und wenn wir dich immer daran erinnern, dass du pinkeln musst, dann muss ich bestimmt irgendwann wirklich wieder. So. Da haben wir ein Lager aufgedeckt. Es gibt keine Quest. Hoffentlich kriege ich die Kämpfe heute noch hin. So, Fallensteller. Fernkampfwaffen. Pfeil, Windglocke, haben wir eigentlich alles. Ach, Verbesserungen. Schnellfeuerwaffen, Kunai. Munition und Ressourcen. Bambus, Eibenholz. Okay, können wir kaufen. Okay, sehr schön, verkaufen. Okay. Windglocke. Wir brauchen Raubtierfälle. Du hast null. Wie kriegen wir denn Raubtierfälle? Wir haben ja schon... Ah, wir müssen zum Beispiel den Bär, glaube ich, wegschlachten, ne? Nicht ein schönes Reh oder so? Da reicht es nicht, ein Reh zu schlachten, sondern wir müssen wirklich Bären killen, oder? Oh, ich muss pinkeln? Oh, ach so. Warte, das ist ein Händler. Wir wollten uns doch färben. Keine Sorge. Bogen-Aussehen-Objekte. Okay, warte, Bogen lädt gerade noch. Kranichschlag. Schaden und Zieltempo sind durchschnittlich. Eins ein Geschenk. Ah ja, Kurzbogen. Warte. Okay, nö. Den haben wir noch nicht. Okay. Und hier können wir nur den Kurz... Ah, okay. Mehr können wir da nicht holen. Rüstungsfarben, Schwertkits. Ich guck nochmal hier. 15 Blumen. Wir haben 21. Wollen wir uns... Wir wollten das hier, ne? Oder? Tränen des Kaisers oder wollten wir lieber das hier? Tränen des Kaisers oder Schneedämonaugen? Ich bin unsicher.
Ist ja eh nur farblicher Unterschied, glaube ich. Ich finde ehrlich gesagt die Tränen des Kaisers irgendwie schicker. Weil hier der Griff und dieses komische Tuch gefällt mir nicht. Ich mag diese goldenen Verzierungen, da mag ich ganz gerne, aber hier gefällt mir auch der Griff und so alles sehr gut. Deswegen würde ich, glaube ich, eher die Tränen nehmen. Kaiser meines letzten Streams. Ja, komm, nehmen wir einfach mal Tränen des Kaisers. Und das hier. Okay, bringt, glaube ich, nichts, ist nur gefärbt, aber. So, Rüstungsfarben hätten wir auch noch, aber jetzt haben wir natürlich keine Blumen mehr. Ich guck mal ganz kurz, Samurai-Kranrüstung. Die haben wir noch nicht. Markloser Krieger. Und das ist die einzige, die wir kriegen, glaube ich. Okay, in Rot gefällt mir die auch besser als in Blau. Das heißt, wir brauchen 10 Blumen. Würde ich nochmal suchen. Wir brauchen noch 4 weitere Blumen. So. Schwert sieht jetzt auf jeden Fall sehr viel besser aus. Oh ja. Ich will es hier nicht ausprobieren. Ich habe Angst, dass ich Unschuldige töte. Aus Versehen, in Anführungszeichen. So, warte. So, sprechen. Warte. Ganz kurz, eine Sekunde. So. Alles klar. Okay. Dann musst du kurz was korrigieren hier. Hier beim Händler. Ja, da waren wir gerade schon. Wir haben einen neuen Ort aufgedeckt, da wir den schon gemacht haben. Voll der Chat-Delay bei mir. Bei mir glaube ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Fischerdorf, Kechi, waren wir da schon. Und da ist ein Fuchsbau, den haben wir schon abgeschlossen. Wir würden dann quasi hier nochmal ein bisschen rumkurven. Warte mal. Lager der Überlebenden, davon nochmal ein paar. Wir könnten auch mal ganz kurz spaßeshalber hier rüber. Ich weiß aber nicht genau, ob unsere Reise uns... Führt die uns nur in den Süden oder führt die uns dann wieder hoch? Das weiß ich aktuell nicht. Weil ich würde sonst gerne mal hier rüber düsen und mal gucken, was da in Komoda los ist. Und auf dem Weg vielleicht nochmal gucken, was man so findet. Was haben wir hier? Fort Nakayama haben wir auch nicht eingenommen. Wenn das überhaupt geht, das sind noch unentdeckte Orte. Also wir haben noch ein bisschen was offen. Da ist das Heilbad. Der Fluch von Uchitsune. Der Musikant Hiyoshi rezitiert den Mythos von Uchitsunes Langbogen. Da sollten wir hin. Da sollten wir eigentlich jetzt hin. Dann düse ich mal darüber. Da haben wir, glaube ich, eh noch ganz viele Sachen offen. So. Der Fluch von Uchitsune. Ich glaube, hier ist ein Abgrund, ne? Wie immer bei den Lagern. Ja. Oh, okay, warte. So. Weißt du was? Wo ist ein Pferdchen? Da oben. Zack. In Komoda werden nur Klamotten geladen. Lustig. So. Ich weiß, ob das Pferd nicht auch Fallschaden kriegt. So, dann wollen wir mal. Was ist das hier? Oh, Blumen. Ja, Blumen. Haben wir das denn hier schon befreit oder durchsucht oder was auch immer? Ein Fischerhütte? Ich glaube, hier gibt es keine Gegner, ne? Nee, guck mal, das sind... Ah! Lohnt es sich, das zu kaufen? Ja. Also bis jetzt, was wir gesehen haben, ja. Okay, ich dachte, hier liegt was. Ich dachte, hier sind ja Vorräte. Waren wir hier schon? Haben wir hier schon geplündert? Waren bestimmt die Mongolen, oder? Nichts zu holen, waren Mongolen. Okay. Dann geht's weiter. Hier noch ein kleines Scheißhäuserl. Und dann düsen wir da mal rüber. Oh, warte mal, da drüben ist auch noch was. Ich guck mal ganz auf der Map, wo sind wir? Da drüben ist was? Fischerdorf Kechi. Ich guck mal ganz kurz, ob das schon eventuell... Haben wir das schon... Haben wir schon Liberation dahin gebracht? Haben wir hier schon die Demokratie wieder eingeführt? Ich glaube, hier lebt niemand mehr, oder? Ach doch, hier leben noch Leute. Okay, und wir können denen auch was klauen. So, wir nehmen alle Vorräte mit, ihr wisst warum. Generell bin ich auch dafür.
Manchmal fehlen die Untertitel, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ganz selten. So. Morgen! Ich komme immer durchs Fenster. Hallo! Haben Sie noch Vorräte für mich? Oh, das ist super lieb. Dankeschön. Leder für den Fürsten. Ganz kurz zur Erklärung. Wir sind... Huch! Alter, wie dynamisch der gerade hochgesprungen ist. Ganz kurz zur Erklärung. Wir sind der Fürst. Ne? Wir haben Anrecht auf alles. Offenbar. Oh, was da passiert? Das ist nicht gut. Ich glaube, die wurden überfallen. Oh, die wurden überfallen. Zum Glück hatten sie noch ein paar Vorräte und Leder. Bis vor kurzem. Wo geht's denn hier hin? Ach so. So. Ninja. Sind wir gar nicht. Wir sind kein Ninja. Okay. Hab den gestern Stream am Handy geschaut, jetzt am PC. Jetzt sehe ich erst, wie geil die Grafik wirklich ist. Und auf 4K war die nochmal geiler. Also ich hab's ja gerade in 4K. Da ist sie nochmal geiler. Okay. Hier war nicht viel zu holen. Ich bin beschämt davon, wie wenig Ausbeute wir bekommen von den Menschen hier. Es beschämt meine Ehre. Fischerdorf scheint aber größer zu sein hier, ne? Wir können hier alles durchsuchen oder können es auch lassen. Also ich meine, wir finden, glaube ich, noch genug Teile, oder? Ja, verneigt euch. So ist recht, so ist recht. Ich grüße euch. So. Okay, wir müssen offenbar da nach oben, wenn ich das richtig sehe. Bitte einmal verneigen, ich komme hier vorbeigeritten. Gut. Es war knapp, aber es war gerade noch am Rande meiner Geduld. Die sollen aufhören, so arm zu sein. Ja, die sollen einfach damit aufhören. Man kann es ja auch anders machen. Immer noch schade, dass der 4K-Streamer nur 15 mit 22 FPS hatte. Ja, ist es auch. Der Kapuzenwurm. Der Verrückte. Der hat mir gestern das Intro, der hat es nochmal nachgespielt. Und hat mir das Intro und so alles nochmal geschickt. Alles, was geruckelt hat. Das heißt, ich habe das schon eingebaut. In den Stream habe ich gestern schon reingeschnitten. Das heißt, das Intro im Stream selber ist dann nicht mehr ruckelig. Also in dem, was auf YouTube dann kommt. Kapuzenwurm, Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. So. Ehrebrudi. Darf ich jetzt sagen, wir sind ja jetzt hier Samurai. Also, ein ziemlich ehrloser, ehrlich gesagt, aber... Putz ihn oben, ja Mann. Immer gut. So, dankeschön. Ein bisschen Holz vor der Hütte. Oh Gott, ich muss aufhören mit diesen super alten Faulsprüchen. Da ist eine Blume. Ist das eine Blume? Da ist eine Blume. Faule Schweine liegen einfach herum, machen gar nichts. Kann man die Flaggen hier hinten einsammeln? Nee, ne, wir müssen mal Flaggen sammeln, aber ich glaube, die sind schon verbrannt hier hinten. Ach, der Busch leuchtet, nicht die Flagge, okay. Hier waren wir schon mal in dieser Kreuzung. Ich erinnere mich dran. Diesmal müssen wir aber hier hin. So, let's go. Keine Sorge, es wird bald wieder gekämpft. Wir werden bestimmt noch oft genug kloppen hier. Ein goldener Vogel. Wir haben wieder einen goldenen Schnatz. Alles klar. Ich folge mal kurz dem Vögelchen. Wahrscheinlich brechen wir wieder alle Haxen dabei. Oh nein, Vogel. Ich sehe es doch jetzt schon. So, warte. Wo führt er uns hin? Also nachts sieht man die auf jeden Fall viel besser als... Willst du mich verarschen, nach oben? Ich hasse diese Vögel, ne? Ich hasse die so sehr. Wie soll ich da nach oben kommen, du Kackvogel? Wieso führt er mich nicht nach oben? Hier, komm ich da nach oben? Ja. So. Ich hasse diese Vögel so sehr. Okay, der führt uns bestimmt hierher, ne? Ja.
Ich hätte auch einfach zum Haus gehen können. Ich muss nicht... Okay. Wir sammeln. Ahosura Stirnband. Zuversicht im Angesicht von Widrigkeiten entspricht dem Geist eines Samurai. Wir haben unser Stirnband. Ich werde es nicht wechseln jetzt. So, wollt man nicht... Sakai! Immer? Immer fliegen ja Pfeile. Ach, er ist es wieder. Aber das ist aber nicht das, wo wir hin wollten, ne? Wir wollten eigentlich da unten hin. Der Sensei und die Schülerin. Ja, wollen wir das vielleicht mal ganz kurz eben... Dann machen wir das mal zwischendurch, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Aber erstmal zeigst du mir, ob du hier vielleicht Zeug hast. Hallo? Öffnen. Öffnen. Sag mal. Öffnen. Öffnen! Jetzt aber. Ja, okay, er hat gar kein Zeug. Okay. Sensei. Ich bin gekommen. Der Sensei und die Schülerin. Du bist im Begriff, eine neue Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Ja, in dem Fall können wir das, glaube ich, ruhig machen, ne? Lass mal tun. Sensei. Tomoe no shousoku wa? Tsukameta ga, ima no onushi dewa kanawan na. Tomoe wo oni to omoi desu ka? Ma, ayamari dewa arumai. Ayatsu ni osore wa nai. Homare wo shiranu, umare tsuite no hita goroshi da. Oboe ga arimasu. Iya, onushi ni wa wakaran. Hä? Was heißt denn, tust du nicht? Was soll das denn heißen? Wir widersprechen uns einfach. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Koi, Izuko. Yumi no Shurenba. Moko ga kitaete oru rashii. Osoraku Tomoe mo oru hazu. Tomoe ga osore shirazu de areba, yoi mikata ni narimashou. Osore shirazu wa kemono to onaji. Kemono dewa yumi wo etoku dekimasen. Wasureru koto da. Mikata ni nari masen. Warum ist sie übergelaufen? Feinde können umgestimmt werden. Teki wa utsu yori mikata ni hikikomu no ga tokusaku. Sore ga Mōko no tsuyomi da. Ika ni mo. Tomenakereba. Nakayama de horyo ga shinde otta daro? Are wa Tomoe ga ayameta mono da. Hajimete dewa nakaro. Nani ka jijō ga aru no ya mo. Jijō nado aru mono ka. Sie hat also nicht zum ersten Mal ihre Leute verraten. Okay, ganz ehrlich, das prangere ich an. Können wir laufen? Ja, oh! Ich danke allen möglichen Entitäten dafür, dass es ein Spiel gibt, wo NPCs ihre Schrittgeschwindigkeit dem eigenen Charakter anpassen. Das ist die wichtigste und größte Erfindung im Gameplay, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Jetzt noch da hoch? Na klar. Koko, nobotte ike. Sensei wa noboremasu ka? Schafft ihr es da hoch, Sensei? Oh, willst du ihn beleidigen? Doushita motamota suru na? Ja, hör mal, alter Mann. Voller Chat. Te wo kashimasu so. Der ist schon längst da, oder? Der ist schon längst da, natürlich. Mazu mazu no deki da. Noboru igai nakatta no dewa? Iya, nobore to itta dake da. Onoshi no tanren ni na. Yada. Nihon shiki no mono mo aru na. Mōko wa hanareta yōsu desu. Mato no chikaku ni ashiato ga aru kamo na. Mato nado doko ni? Yagura no soba da. Mazu mazu no deki. Ya ga ochita tokoro e ike. Gut. Hora, isoge! Boah, der Alte geht mir auf den Sack. Der ist ja nur am Hetzen. So. Ich glaube, hier wird gerade Klettern erklärt, oder?
Wir sind, glaube ich, dem schon ein bisschen voraus. Okay. Oh, da hinten ist so ein rotes Ding. Kann man das mitnehmen da hinten? Ich sehe das bis hier, aber na gut. Wir müssen erstmal da hinten hin. So. Ah, es wird wieder Tag. Ich finde die Nächte auch sehr atmosphärisch, aber ich mag die Tage hier viel lieber. Ist hier jemand? Nee, ne? Oh, doch. Aber die sind nett. Oh, die sind nicht nett. Okay. Warte mal. Ich gehe erstmal aus der Richtung des Bogenschützen. Und dann schnappen wir uns den. Oh, Alter. Raubtierfälle. Ah, Raubtierfälle. Doch, Hundis bö... Oh, Leiden beenden. Nö, sehe ich nicht. Na gut.存分に休めましたか。立ち裁きを観察していたのだ。うん。はい。猛虎が俺とご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと仰せれですか。戦をとかれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。 道理で巴に襲われるわけです。ふふ。ich mag den。さて、巴はどこへやら。探しましょう。 Ja, ich sehe mich auch erstmal da drin um, ne? Erstmal gucken, haben wir was fallen lassen? Ja, guck mal, ach, Pfeile haben wir. So. Na, hier ist nichts. Ah, Vorräte. Genau die wollen wir haben. 8 Vorräte. Ziemlich wenig, ehrlich gesagt. 3 Blumen? Komme ich da rüber? Nee, ne? Da komme ich auf keinen Fall rüber. Da komme ich vielleicht irgendwie rauf. Aber von hier aus komme ich da nicht rüber. Vor allem bei seinem Fallschaden. Bei seinem Fallschaden ist alles vorbei. Wenn ich da versuche drauf zu springen. Warte, warte, warte. Nimm die Spur der Mongolen auf. Gleich. Erstmal hier ein bisschen Holz. So. Ja, ja, ja. Beruhig dich mal, Spiel. Ja, nice. Super easy. Oh, sogar 4 Blumen. Also Blumen sind hier selten, ne? Und für die Färbung und so brauchen wir das alles. Also super, dass wir die gefunden haben. Und wir haben jetzt exakt 10 Blumen. Das heißt, wir können eigentlich unsere Rüstung umfärben, wie wir es wollten. Jetzt. Ich kann da nicht komplett runterspringen, weil er sich sonst immer was wehtut. Da war noch eine Blume. Da war noch eine Blume. Oh, 5 Blumen. Let's go. Oh, Blumen, 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 Blumen. Ghost of Blushima. Blumshima. Ja. Okay. Oh, danke für den Hinweis. Noch eine Blume. Geil. Danke für eure Adleraugen, Chat, wie immer. Hallo? Wie bei Assassin's Creed, das Runterdingensen ist immer noch, ist immer, klebt immer. Der klebt sich immer an Vorsprüngen fest. So, was willst du mit den ganzen Blumen? Umfärben. Zum Beispiel, wir haben dadurch die weißen Schwerter bekommen und ich würde unsere Rüstung gerne auf Rot färben irgendwie. Hätte ich Bock drauf. So, am liebsten Weiß-Gold, das wäre natürlich toll. Der weiß-goldene Todesengel. Ah, gucken. So, untersuchen. Wir folgen mal der Spur. Habe ich mir selber ausgedacht. War meine Idee.
次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。Okay. Hier geht's auch überall immer hoch. Sehr auffällig bei den Felsen immer die Kletterdinger. So, die Spuren werden irgendwie seltener. Die machen nur manchmal Spuren, ich weiß nicht warum. Oh, Vorräte. Huch! あやつら、民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。 Wir wollen natürlich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nee. Sumoda! Geiseln retten. Die Mongolen haben Geiseln genommen. Wenn die Gegner nicht entdecken, fangen sie an, ihre Gefangenen hinzurichten. Oh, das ist nicht gut. Oh, jetzt rufen die noch alle anderen. Das ist nicht gut. Wir sehen die ihn eigentlich nicht. So, warte. Warte. Wir müssen strategisch vorgehen. Sonst sind die Geiseln... Ich glaube, ehrlich gesagt, die Geiseln sind verloren, aber das nur unter uns. Ich glaube, das ist das Todesurteil der Geiseln. Da drüben können wir uns verstecken. Da ist ein kleines Büschelein. Wir hätten zuerst mit der Glocke... Ach, wir hätten den Böller unter dem Hornissending zünden sollen. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir nutzen können? Hier, ich sehe nämlich gerade nichts. Gibt's nicht irgendein schönes rotes Fass oder irgendwas? Nee, ne? Ich geh kurz außen rum. Oh, ja, ciao Geiseln. Ciao Geiseln. Okay, ja, das wird nix. Ja, müssen wir nochmal machen. Ja, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ah, wie doof das... Ich habe nicht gesehen, dass uns einer gesehen hat. Verdammt. Und ich finde es gut, dass wir nochmal machen können. Hoffe ich. Halt am Horizont Ausschau. Okay. Das Gute ist... Warte. Kurzbogen. Wurfwaffen. Haben wir gerade das Glöckchen oder haben wir gerade... Windglocke. Ach so, jetzt kann ich hier. Nein. Böller. Okay. Wenn du einen Böller wirfst, werden mehrere Gegner vom Knall angelockt. Moin. Da sind ein paar draufgegangen jetzt, ne? Okay, die mobilisieren jetzt alle von hier. Warte.
Nee, nee, mit dem Böller haben wir die zum Hornissennest gelockt und dann einen Pfeil in die Hornisse gejagt. Nur deswegen ist uns das gelungen. Hallo Vorräte. Okay, ich muss vielleicht einen Bogen. Das Problem ist, ich muss die Bogenschützen, glaube ich, selber mit dem Bogen treffen. Und ich bin... Das Spiel ist relativ gnadenlos, wenn man ein bisschen vorbeitrifft. Sehr gut. Headshot. Ja, ist ja nur noch der eine hier, ne? So. Oh, halt, warte, so viel Zeit muss sein. Vorräte. Hallo, mein Freund. Guten Tag. Ihr müsst nicht um den weinen, ne? Das ist okay. So. Monko no naka ni shima no onago wa ita ka? Yahari shima no mono. Mei wo kudashite mashita. Dono yona? Sensei ga dou toka, yu ga dou toka, kikoeta no wa sore dake desu. Menbokunai. So, das haben wir. Vorräte einsammeln. Haben die noch was? Pfeile haben die? Ich könnte mal kurz hier reingucken. Das hat viel besser funktioniert als vorher. Wir sollten immer schön mit der Umgebung interagieren. Das klappt echt gut. Vor allem mit dem Ranlocken finde ich super. So. Haben wir noch was hier? Nö. Alles klar. Hier ein bisschen schlammi. Hier vorne lag noch was, ne? Oder haben wir das doch mitgenommen, obwohl wir neu gestartet haben hier? Haben wir doch mitgenommen. Okay. So, unter dem Haus liegt meistens nichts. Unter dem Haus kannst du durchkriechen, aber da habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwas liegt. Also wir können natürlich drunter gucken, aber... Warte. Hier kommen wir zum Beispiel rein. Also da ist immer nichts. Man kann von hier aus ins Haus rein, aber das will ich gerade auch nicht. Müssen wir nicht. So. Gut, wir reden gleich mit dem Meister. Verbesserung verfügbar für Tracht des Reisenden. Oh, geil, die Tracht des Reisenden. Oh, das ist die beste Tracht der Welt. Ich kann mal schnell hier gucken. Dann machen wir gleich weiter. Ich frage mich halt, ob wir auch so genug Vorräte und sowas kriegen, ob ich gar nicht so speziell suchen muss, wenn wir die Quests einfach machen. So, let's go. Gedo ni waza o sazukete shimatta ka. Tomoe wa Mōko o shiki shiteita sou desu. Hiyoshi no yu no namo dashita toka. Yokaranu koto o hajimeru ki da. Sakai, onushi no heijitsu, Shimura e washi no ushie dewa nai na. Mōko wa hirui naki kyōteki desu. Taosu koto o yūsen shita made. Bushi wa mamori te zo. ウイウチは野党のすること。雲だを知らぬゆえ。水とも分かるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも。下道は一人で十分。巴が日吉の世を狙っておるなら、備えなければならぬ。良いな。では、道場で会おう。 Okay, also weil wir ihn jetzt nicht mit Ehre ausgeschaltet haben, sondern mit unseren Tricks, findet er das natürlich nicht gut und denkt, wir sind ein Monster, aber wir tun es natürlich für das Gute. Wir opfern uns selbst für das Gute. Genau, ja, ich frage mich, ob der Dialog anders wäre. Der Dialog wäre bestimmt anders, wenn wir ehrenhaft gekämpft hätten, aber dann hätten die Geiseln halt umgebracht. Das wäre das Problem, glaube ich. Also ich glaube, ehrenhaft kämpfen ist ja, glaube ich, viel, viel schwerer, oder? So, Talisman des Fernkampfs. Zeig mal her. Nur mal anschauen. Einlege und Nachladegeschwindigkeit. Ja, schau. Okay. Unsere drei Talismane gefallen mir eigentlich so, wie sie sind. So, zweimal Seide. Vergangenheit. Die Vergangenheit vergeht nicht.
Aufzeichnung aktualisiert. Okay, die Vergangenheit vergeht nicht. Okay.